wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Generation schauen, Gen Z. Ich bin ein großer Verfechter. Ich sage, 5 Tage Woche und lieber die Leute mobilisieren, motivieren, auch noch Samstag zu arbeiten. Mit weniger Leistung wirst du nicht mehr Wohlstand erreichen können. Woran liegt das, dass der Unternehmer so schlecht dasteht, obwohl er für Arbeitsplätze sorgt, für den Großteil der Steuereinnahmen sorgt und damit dann auch ja, für die Zukunft unserer Familien hier in diesem Land? Einzige, was sich geändert hat, die Ampel braucht Geld. Und dann hat man sich wohl gesagt, schnappen wir uns die Landwirte, die sind eher ruhig. Kann man da nicht sagen, wir haben eine falsche Regierung? Also wenn ich jetzt, oder eine schlechte Regierung? Ich hab's ja nicht gewählt. Nee. Nein. Herzlich willkommen bei Mission Mittelstand. Heute haben wir ein Expertengespräch und neben mir, ihr seht es gerade und respektive im Podcast, ihr werdet es gleich direkt hören, Wolfgang Bosbach, ja, eine Politiklegende. Herr Bosbach, herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben uns ja vor einigen Monaten auf einer Veranstaltung kennengelernt und ja, man muss sagen, Sie waren danach Gesprächsthema. Also alle Unternehmer. Ich hoffe positiv. Nur positiv, positiv, sonst würden wir hier nicht sitzen. Ja? Ach so, ja, ein Argument, ja. Und also wirklich, alle Unternehmer waren absolut begeistert und natürlich total neugierig, weil wir haben ja ein bisschen turbulente Zeiten da draußen gerade. Und jetzt mal meine Frage. Ein Wolfgang Bosbach nach 40 Jahren Politik, wie sieht Ihr Alltag heute aus? Von der Arbeits- und Zeitbeanspruchung her genau wie früher auch. Nur der Unterschied ist, jetzt ist 5% Pflicht und 95% Kür. Das war früher umgekehrt. Also bei meiner Tätigkeit im Deutschen Bundestag war die Zeit schon sehr, sehr stark durchgetaktet. Also da kann man nur sehr wenig über eigene freie Zeit verfügen, weil das meiste durch den Sitzungskalender des Bundestages vorgegeben wird. Klar. Also jetzt suchen Sie sich dann die Dinge raus, wo Sie sagen, okay, das macht Sinn, da stehe ich hinter. Ich meine, Sie sind, ich habe es gelesen, haben sich nicht nochmal aufstellen lassen, weil Sie gesagt haben, Sie können nicht komplett alles unterschreiben und Sie stehen nicht komplett hinter den Einstellungen der CDU damals. Ist es heute noch genauso? Na, die beiden Themen, die damals eine große Rolle gespielt haben, sind nicht vom Tisch. Aber wir haben heute als Union einen etwas anderen Politikansatz. Das eine ist die sogenannte Euro-Rettungspolitik. Im Klartext geht es um Hilfe für die überschuldeten Länder der südlichen Eurozone. Heute regt sich ja keiner mehr über den Schuldenstand in Griechenland auf. Der ist ja heute höher als damals. Aber heute tragen die Staaten der Eurozone das Ausfallrisiko und nicht so sehr die privaten Gläubiger. Das war ja früher anders. Und das Thema Flüchtlingsmigrationspolitik ist auf der Tagesordnung geblieben. Aber man kann heute ganz offen über Probleme sprechen im Zusammenhang mit Zuwanderung. Das war früher weitestgehend tabuisiert. Ist das wirklich noch so, dass man da komplett offen drüber diskutieren kann? Also ich habe das Gefühl, sobald man nicht kritische Fragen stellt, wird man ein bisschen in die rechte Ecke gedrückt. Ja, das ist die Gefahr, aber seitdem immer mehr Bürgermeister, Landräte sagen, so geht's nicht weiter und zwar quer durch alle Parteien. Da merkt man doch, es geht gar nicht um eine parteipolitische Einstellung oder Haltung, sondern es geht um objektive, nicht mehr bestreitbare Probleme bei der Unterbringung, auch bei der Integration, wenn Stadtviertel kippen, dann kann man das nicht mehr ignorieren. Und trotzdem haben Sie recht, wir haben immer noch das Recht auf freie Meinungsäußerung. Man muss nur aufpassen, wenn man von diesem Recht Gebrauch macht, weil man sonst beim Thema Migration und Integration im Kontext mit Kritik sofort in die rechte Ecke gestellt wird. Nicht, weil man etwas Falsches gesagt hat, sondern weil man überhaupt etwas kritisiert. In Ihrem aktuellen Buch haben Sie direkt geschrieben, Sie haben es auch so bei uns in der Unternehmerrunde gesagt, und das haben alle gefeiert, Sie werden nicht gendern im Buch. Ich habe das Gefühl, dass die aktuelle Politik sich mit ganz vielen künstlichen Problemen beschäftigt, aber die wahren Probleme gar nicht so anpackt. Also wie ist Ihre klare Meinung nochmal wirklich zum Thema Gendern? Also beim Gendern ist es noch nicht mal die Politik. Auch bei der Rechtschreibreform waren ja nicht die Parlamente gefragt vor vielen Jahren. Ja. Da war der Bundestag noch in Bonn. Das ist ja jetzt Opa erzählt vom Krieg. Ja. Das kam ja von außen. Heute kommt es aus den Medien und vor allen Dingen aus den Universitäten. Und trotzdem
Wenn es handelt sich um eine wichtige gesellschaftspolitische Frage, da kann sich die Politik nicht wegducken. Ich möchte keine künstliche Sprache. Und es ist eine Kunstsprache, vom Schreiben mal ganz abgesehen. Gendersternchen, Unterstriche und was sonst noch alles auf dem Markt ist, das sind ja Erfindungen. Das ist ja keine gewachsene Änderung der alltäglichen Umgangssprache. Das wird von oben der Bevölkerung aufgedrückt. Und da ist ja die weitaus größte Mehrheit ist ja da sehr skeptisch. Da reden wir ja nicht von 51%, da reden wir ja von 70-80%. Aber die, die das unbedingt durchdrücken wollen, die denken sich, wir werden es der Mehrheit schon beibringen. Aber das ist ja komplett bescheuert. Also mal Klartext gesprochen, ich halte da gar nichts von. Wie kann es sein, dass dennoch eher so viel Meinung darauf gegeben wird oder es dennoch irgendwo durchgezogen wird? Ja, Sie haben es ja in der Frage gerade selber angesprochen. Es ist die Entfernung zum Alltag der Menschen. Das merkt man bei der Politik, bei der Ampelkoalition ganz, ganz deutlich. Ja. Ich muss immer schmunzeln, Herr Aumann, bei dem Satz, wir müssen die Menschen mitnehmen. Also wir machen gute Politik, aber die Menschen, die verstehen das nicht. Ja. Dann müssen wir denen jetzt beibiegen. Ich würde erst mal die Menschen fragen, ob die überhaupt dahin wollen, wo die Politik sie mit hinnehmen möchte. Da habe ich ja schon meine Zweifel. Ja. Ist es eine Mitnahme oder werden die mitgeschleift? Das ist ja schon ein Unterschied. Ja. Also sehen Sie mal, wenn heute ein Industriearbeiter auf einen SPD-Bundesparteitag geht, der lehnt sich doch nach 5 Minuten zurück und sagt, worum geht's hier eigentlich? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Definitiv. Ja? Ist ja jetzt mal, die einen sagen Fortschritt, die anderen sagen, das geht nicht gut. Ja. Jetzt auf einmal hat man sich geeinigt, Kiffen wird straflos. So, was hat das mit dem Lebensalltag der Mehrheit der Bevölkerung zu tun? Die fragt sich eher, was soll das, als endlich ist das Verbot der Drogen vom Tisch. Also dasselbe gilt ja, einmal im Jahr kann man jetzt sein Geschlecht wechseln. Leute, ich sag mal, 99% der Bevölkerung betrifft das überhaupt nicht. Ja. Kann das sein, dass wir uns zu sehr mit dem Problem von anderen beschäftigen? Ich meine, Gerd Schröder hat es gesagt vor einigen Monaten, ich habe es gelesen, die Politik wäre jetzt besser dran, wenn sie sich um die Probleme im Land kümmern würde. Das würde ich nur zur Hälfte unterschreiben, denn viele Krisen werden ja mit Auswirkungen auf uns jeden Tag leider dramatischer. Nehmen Sie den Konflikt Russland gegen die Ukraine, dann kam der Nahostkonflikt dazu. Mhm. Das ist ja nicht das erste Mal, das ist ja das x-te Mal, dass dieser Konflikt aufflammt. Dann kommen die Sanktionen der Europäischen Union als Reaktion auf den Angriff Russlands. Dann haben wir umgekehrt Sanktionen gegen uns, betrifft die Energielieferproblematik. Das sind ganz eindeutig Auswirkungen auf innenpolitische Entscheidungen bei uns. Deswegen kannst du nicht sagen, das eine ist innen und das andere ist außen. Ja, wenn jetzt auch noch in Amerika ein Präsidentenwechsel stattfinden sollte von Joe Biden auf Donald Trump, wird das auch Auswirkungen auf die Innenpolitik in Deutschland, in Europa haben. Definitiv. In den Talkshows, es gibt wenige Debatten, wo es nicht wirklich hitzig wird. Ja? Gerade wenn da Koalitionen aufeinandertreffen. Wie ist das? Ich meine, Sie sind seit 40 Jahren in der Politik. Sie waren x-mal in Talkshows selber als Gast. Einmal sind Sie bei Maischberger aufgestanden, wo Sie gesagt haben, das mache ich hier nicht mit. Wie ist das, wenn die Kameras aus sind? Wird sie dann schnell vertragen oder ist dann immer noch genauso diese hitzige Debatte? Also in all den Jahren habe ich es eigentlich nur einmal erlebt, nur ein einziges Mal, dass es, nachdem die Kameras aus waren, noch wilder zuging als vorher. Ja. Das war ein Spiegeljournalist und ich glaube Michael Friedmann. Also da hätte man die Kameras besser mal angelassen. Aber ansonsten, ich finde das auch in Ordnung. Man streitet über die Sache, aber menschlich kann man sich ja durchaus verstehen. Also Gregor Gysi und mich trennen politisch Welten, aber wir kommen gut miteinander aus. Wir duzen uns und das, was an Streitpotenzial ausgetragen wird, ist ja nicht künstlich, sondern die unterschiedlichen Ansichten sind ja da. Aber deswegen kann ich doch Respekt vor der Person des anderen haben. Definitiv. Ob Studienabbrecher oder keine Berufserfahrung, jetzt werde ich mal ein bisschen kritisch. Ich zweifle an einigen Kompetenzen einiger Politiker. Ein Beispiel, wenn ich weiß,
die haben noch nie im Leben metaphorisch gesprochen eine Schippe in der Hand gehabt. Ja, also praktische Erfahrung irgendwo mal so im echten Leben gewesen, sondern nach dem Studium oder vielleicht zum Beispiel wie die Ricarda Lang, zweimal Studium abgebrochen. So, und jetzt werden wir teilweise, finde ich, von Idioten regiert. Na gut, das würde ich jetzt nicht sagen, aber also es ist schon so, dass du auf der Schule, auf der Uni nicht alles lernen kannst. So, dazu gehört Berufserfahrung, dazu gehört Lebenserfahrung. Übrigens auch mal Niederlagen, ja, dass man auch mal Enttäuschungen erlebt hat und dass man sich mal im wirtschaftlichen Wettbewerb gegenüber der Konkurrenz behaupten muss. Dann siehst du vieles anders, als wenn du direkt von der Uni kommst oder aus dem öffentlichen Dienst oder aus Parteien und Stiftungen. Also ich unterstelle bei jedem mal viel guter Wille. Aber der gute Wille, der kann ja Ahnung nicht ersetzen. Richtig. Also Meinung und Ahnung ist nicht dasselbe. Das sind zwei Dinge, die am besten zusammenkommen, indem man seine Position auch noch gut begründen kann, warum man die Haltung einnimmt. Ja, dasselbe gilt für den Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert. Im menschlichen Umgang ist der mir total sympathisch. Das ist ein angenehmer Zeitgenosse. Ja, aber der urteilt über Dinge, die er noch nie in seinem Leben selber erlebt haben kann, hat aber die überragende Ahnung. Und ich glaube, das ist auch ein Stück des Dilemmas, in dem sich die Ampelkoalition im Moment befindet, dass man bei vielen Entscheidungen weit von der Lebenswirklichkeit entfernt ist. Kann man da nicht sagen, wir haben eine falsche Regierung? Also wenn ich jetzt, oder eine schlechte Regierung? Ich habe sie nicht gewählt. Nein, glaube ich aber. Also man muss schon die Dinge auseinanderhalten. Wenn wir eine Regierung wären, die Union, ja, hätten ja ähnliche Probleme. Wir definitiv würden ein paar Entscheidungen anders treffen, aber die Probleme wären ja die gleichen. Im Grunde war der Urfehler, der Kardinalfehler dieser Koalition besteht darin, dass man nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine nur in der Verteidigungspolitik die Zeitenwende ausgerufen hat. Da war klar, so geht's nicht mehr weiter. Im Übrigen hat man sich schön immer weiter am Koalitionsvertrag orientiert, als wäre nichts passiert, hat man Punkt für Punkt abgehakt. Das sehen Sie auch an dem Ausstieg aus der Kernenergie. Die Energie wird knapp und dann verknappen wir auch noch künstlich das Angebot in Deutschland. Also in meinen Augen ein kompletter Fehler. Ja, wir steigen ja auch gar nicht aus der Kernenergie aus. Wir importieren sie jetzt nur, genau, aus Frankreich. Und dann wird auch noch dem staunenden Publikum erklärt, wir sind das Vorbild der Welt. Eigentlich verkauft doch die Regierung... Wir zeigen der Welt, wie es geht, nur die Welt läuft nicht hinter uns her. Nee, aber eigentlich verkauft doch damit dann die Regierung die Bevölkerung in Deutschland für blöd. In einem Punkt würde ich das sofort unterschreiben, auch wenn es hart klingt. Ich habe in kürzester Zeit, also hier geht es um Tage, zwei Argumentationslinien gehört für den Ausstieg aus der Kernenergie. Immer von den Grünen. Die eine Linie war, der Anteil an der Stromerzeugung Kernenergie ist so gering, brauchen wir nicht. Der andere war, Karin Göring-Eckardt, wir haben so viel Kernenergie in unseren Leitungen, dass der Strom aus Wind- und Solarenergie nicht durch diese Leitungen fließen kann. Es kann nur das eine stimmen oder das andere, aber nie beides gleichzeitig. Dann veräppelt man das Publikum. Ja, das Credo von Mission Mittelstand ist, wir verändern Deutschland. Und damit meine ich, Deutschland ist aufgebaut auf den kleinen und unzähligen familiengeführten Unternehmen. Den Handwerk, den Einzelhandel. Und ich sage, die kleinen und die mittelständischen Unternehmen halten hier gerade dieses Land am Leben, schaffen die meisten Arbeitsplätze, sorgen für den größten Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Das sind nie die DAX-Konzerne. Dennoch wird der Unternehmer irgendwo immer schlecht gemacht. Ja, von Winston Churchill, da stammt, glaube ich, der Spruch, ja, der Unternehmer ist so der räudige Wolf, der alles zerfleischen möchte, oder es sollte die Kuh sein, die gemolken wird, der Ochse ist es aber, der den Karren zieht. Also woran liegt das, dass der Unternehmer so schlecht dasteht, obwohl er für Arbeitsplätze sorgt, für den Großteil der Steuereinnahmen sorgt und damit dann auch ja für die Zukunft unserer Familien hier in diesem Land? Also fangen wir mal vorne an. Es ist richtig, dass der Mittelstand das Rückgrat der Volkswirtschaft ist. Wir haben immer noch Großunternehmen, die international aufgestellt sind, übrigens nicht nur in der Automobilindustrie, das ist ja das klassische Beispiel. Ja. Aber der Mittelstand hat jedenfalls in der Regel lebenslang Deutschland. Der kann nicht mal eben seinen Standort wechseln und Gewinne da entstehen kann, wo die Steuer entstehen lassen kann, wo die Steuerlast besonders niedrig ist. Oftmals gibt es ja auch die Kombination von Mittelstand und Familienunternehmen.
die sowieso immer an die Generationenfolge denken oder von inhabergeführten Unternehmen, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Das hat auch immer eine besondere Bindung an Deutschland oder an den Standort Deutschland zur Folge. Und wenn man sieht, wie oft Unternehmer dann dargestellt werden, auch bildlich, dann sind sie meistens dick, korpulent oder sie haben eine Zigarre. Und es gibt ja bestimmte Begriffe, da wandern immer andere Assoziationen mit. Zum Beispiel Unternehmer, Ausbeutung. Richtig. Ja. Also der den Arbeitnehmer den gerechten Lohn vorenthält oder der eigentlich noch viel höher besteuert werden müsste. Für viele ist ja der Gewinn das, was sich der Unternehmer in die Tasche steckt. Für die Unternehmen, jedenfalls für die meisten, ist der Gewinn das, woraus er seine Kraft schöpft für zukünftige Investitionen, um den Betrieb überhaupt am Laufen zu halten. Schlechtes Deutsch, aber Sie wissen, Sie wissen, was ich meine. Deswegen spielt ja auch die Steuerlast eine so große Rolle. Die ist ja für die Unternehmen im Vergleich zu anderen Ländern in Deutschland relativ hoch. Und dieses Bild muss korrigiert werden, am besten durch die Unternehmer selber. Ich kenne doch viele, die sich nicht so gerne in die politische Arena begeben, die nicht so gerne Haltung beziehen. Im Moment läuft es ganz gut gegen die AfD. Also da meldet sich jetzt einer nach dem anderen zu Wort. Aber ansonsten versucht man doch immer, mit der Politik einigermaßen gut auszukommen, am besten mit Regierung und Opposition. Bei der Opposition, man weiß nie, wofür man sie noch brauchen kann. Bei der Regierung, bei der Mehrheit im Parlament, die bestimmen über die Regeln, unter denen wir arbeiten müssen. Aber ich freue mich, wenn Unternehmer klare Kante zeigen, wenn sie auch den Finger in die Wunde legen. Es gibt ja auch vieles, was am Standort Deutschland prima ist. Wir dürfen ja jetzt nicht alles in den Boden stampfen. Ja, nee. Wir sind ja nicht das Land, wo sich das Elend summiert. Ja, wir haben viele Probleme, aber im Vergleich zu vielen anderen Ländern geht es uns immer noch gut. Wären Unternehmer manchmal bessere Politiker? Na, jedenfalls würde es der Politik gut tun, wenn sich mehr Unternehmer da engagieren würden. Das ist ja eine Spezies, die in der Politik, jedenfalls in den Parlamenten, doch relativ selten vorkommt. Am Ende entscheiden die Wählerinnen und Wähler, wer ins Parlament einzieht und nicht die Parteien. Mhm. Was halten Sie gerade von den Bauernprotesten, also von den Streiks, dass da auf einmal... Also mir kommt es so vor, immer mehr, sei es jetzt von den Klimaklebern hin, bis zu den Bauernprotesten, bis zu Aktivisten, die auf der Straße gehen, dass jeder gerade versucht, so seine eigene Meinung mit der Brechstange durchzudrücken, egal wie. Was halten Sie davon? Also im Gegensatz zu Frankreich, die Franzosen haben ja traditionell eine sehr kurze Zündschnur. Sehr kurz, ja. Ist es in Deutschland eher selten, dass ein Berufsstand so auf die Straße geht, wie es jetzt die Landwirte tun. Und für die Proteste der Landwirte im Gegensatz zu der Abteilung Schnellkleber habe ich großes Verständnis, denn die Regeln, um die es hier geht, gibt es seit 1967. Und die sogenannte Privilegierung Agrardiesel und Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge hat nichts mit ungerechtfertigter Bereicherung zu tun. Denn diese Steuern werden ja erhoben, um Straßen, Plätze, Wege öffentlich für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, zu bauen, zu unterhalten, zu pflegen. So, landwirtschaftliche Geräte fahren aber zu 90% auf Wiesen und Äckern. Ackerflächen. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Und wir stehen im Wettbewerb. Unsere Landwirte stehen im Wettbewerb der Landwirte in der Europäischen Union. Wir sind die mit Abstand größte Volkswirtschaft, aber bei landwirtschaftlicher Produktion mal gerade die Nummer 4. Und deswegen kann ich verstehen, dass unsere Landwirte sagen, macht uns das Leben nicht noch schwerer ökonomisch, als es ohnehin schon ist, verschlechtert nicht unsere Wettbewerbsbedingungen. Haben die Landwirte denn damit recht? Ja, in der Sache haben sie völlig recht. Die Argumente, die damals für die Besserstellung gesprochen haben, gelten ja heute unverändert weiter. Einzige, was sich geändert hat, die Ampel braucht Geld. Und dann hat man sich wohl gesagt, schnappen wir uns die Landwirte, die sind eher ruhig. Ja, jetzt schmeißen sie den Trecker an. Ja, und Christian Lindner hat eine ganz merkwürdige Rede gehalten am Brandenburger Tor. War wirklich zum Fremdschämen. Sich in dieser Form anzubiedern, ohne tatsächlich
die notwendigen Korrekturen vorzunehmen. Einige hat die Ampel ja schon vorgenommen. Ein bisschen zurückrudern ist ja mal. Genau, ja, so, zurückrudern, aber nicht dahin, wo man mal gestartet ist. Ja. Also damit hat er sich und der Ampel keinen Gefallen getan. Und der Unterschied ist eben, die Landwirte jedenfalls zu 99% melden ihre Demonstrationen an. Das hat die letzte Generation ja nicht getan. Richtig. Die Ampel braucht mehr Geld. Und jetzt liest man, also in den sozialen Medien geht es überall gerade viral, wohin unsere Steuergelder in die gesamte Welt verteilt werden. Ja, also das beste Beispiel, was sehr prominent gerade überall, wie die Sau durchs Dorf getrieben wird, ist so Radwege in Peru, 150 Millionen oder für und so weiter. Also das ist ja absurd. Was halten Sie davon? Das ist ja real. Das ist jetzt nicht ja ausgedacht und Fake News, das ist ja wirklich real. Nein, das ist real, auch wenn es sich weit überwiegend um Kredite handelt und nicht um verlorene Zuschüsse. Aber okay, das Geld muss man ja auch erstmal verauslagen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Bundesregierung jemals gesagt hat, als sie betonte, es sind Kredite. Wie lange ist die Laufzeit? Wie hoch sind die Zinsen? Wie ist die Tilgung? Also das weiß ich nicht, aber überwiegend sind es schon Kredite. Das Ganze hängt ja mit dem Klimaschutzabkommen von Paris zusammen. Aber dass bei der Bevölkerung der Eindruck entsteht, ach guck mal, wir sollen den Gürtel enger schnallen, ja, aber für die dritte Welt ist noch mehr da als in der Vergangenheit. Und dann auch noch teilweise für Projekte, wo man sagt, das ist aber jetzt mehr als fragwürdig. Also wenn, es geht ja um Peru und Mexiko bei dem Thema, was Sie angesprochen haben, wenn die umsteigen wollen, ja dann bitteschön, das ist dann deren Entscheidung. Nur warum muss das die Bundesrepublik Deutschland finanzieren? Das halte ich für eine legitime Frage. Also komplett eigentlich an den Bürgern vorbei. Ja, jetzt wird im Moment immer der Eindruck erweckt, bei den Beträgen, um die es hier geht, das wären sozusagen verlorene Zuschüsse. Also das stört mich selber, immer schön bei der Wahrheit bleiben, dann gibt es da noch genug zu kritisieren. Aber bei manchen Projekten, unabhängig jetzt, ob Zuschuss oder Kredit, frage ich mich, was soll das? Ja? Wie sollte eine Idealpolitik für Unternehmer aussehen? Also so, dass der Unternehmer Lust hat, A, zu gründen oder dass Leute Lust haben zu gründen, hier etwas aufzubauen. Also eher habe ich das Gefühl, also mein großes Vorrecht als Beratungsunternehmen ist es ja, dass ich mit sehr, sehr vielen Geschäftsführern wirklich intensiv mich austausche, dass ich sehr, sehr viel mitbekomme und ich kriege immer mehr mit Stöhnen, keine Lust mehr und eher Richtung Ausland. Was sagen Sie dazu? Also eigentlich sollten wir doch die Leute hierher holen. Wie sieht eine Idealpolitik für Unternehmen also, in Deutschland aus? Also zunächst mal hierher holen, immer schwierig, denn wenn es um die klügsten Köpfe geht, stehen wir auch im weltweiten Wettbewerb. Soll doch keiner glauben, dass eine wirklich gute Fachkraft, ein Wissenschaftler, ein Forscher, dass der nur die Wahl hat zwischen seinem Heimatland und Deutschland. Der hat die Wahl zwischen Heimatland, Deutschland und 30 anderen Ländern, die ihm gerne die Tür aufhalten würden. Da spielt Sprache eine Rolle, Klima eine Rolle, Bürokratie, steuerliche Belastung. Das spielt alles eine Rolle bei der Frage, wo gehe ich hin? Ideal wäre es doch, wenn die Unternehmer sagen würden, hier macht es mehr Spaß zu gründen, zu arbeiten, zu investieren als in anderen Staaten. Wir haben, was hier auch stimmt, hochqualifizierte Arbeitnehmer. Wir haben jedenfalls weitestgehend korruptionsfreie öffentliche Verwaltung. Wir haben ein funktionierendes Rechtssystem. Wir haben auch, was die Infrastruktur angeht, bei allen Mängeln große Standortvorteile. Wir haben die duale Ausbildung, um die uns viele Nationen beneiden. Es gibt auch viele Vorteile. Aber dann kommen wir zu einer überbordenden Bürokratie. Ja. Da kommen wir zu einer hohen steuerlichen Belastung. Und beim Thema Bürokratie ist meine Lebenserfahrung, dass der Unternehmer nicht sagt, diese und jene und diese Regelung ist einfach zu viel, sondern es ist die Summe. Es kommt ja immer was dazu. Ein nach fest kommt ab, sagt jeder Handwerker. Ja. Ja, und das ist auch so, wenn du immer wieder was drauflegst beim Thema Bürokratie, dann geht es nicht um die neue Regelung, sondern dann geht es darum, too much, ist einfach zu viel. Und der Unternehmer möchte doch gerne erstmal investieren, will sich mit seinen Produkten beschäftigen, mit den Kunden. Er möchte auch noch Rechnungen schreiben. Ja, und er möchte nicht mit der Bürokratie kämpfen.
Definitiv nicht. Also ich würde auch sagen, so die Bürokratie und die Steuerlast, das sind zwei wichtige Stellschrauben. Da sollte die Politik sich drum kümmern, damit hier mehr Unternehmer Lust haben, weiter Attacke zu machen. Ja, ich würde mal sagen, ja, würde ich unterschreiben. Aber wer sich über zu viel Bürokratie beklagt, wäre doch gut, wenn derjenige mal sagen würde, das kann weg. Das kommt aber so gut wie nie. Ja? Und der Politiker kann es nicht, weil er so weit weg ist vom Leben? Nee, aber man muss schon wissen. Weil wir haben ja den Politiker gewählt. Und ja, der Politiker muss ja auch den Zusammenhang verstehen. Der Stuhl, auf dem er sitzt, hat ja direkt was mit unserem Steuergeld zu tun und dass er unsere Interessen eigentlich vertritt. Also eigentlich müsste doch von der Politik auch etwas Gutes kommen in diese Richtung. Er kann ja nicht sagen, nur der Unternehmer schuld, weil er hat ja nicht gesagt, was geändert werden muss. Nee, es geht nicht um Schuld, sondern es geht um Konkretisierung. Was der Politiker weder weiß noch wissen kann: Wie wirkt sich eine bestimmte Regelung, die der Unternehmer erfüllen muss, in der betrieblichen Praxis des Unternehmens aus? Das kann man ahnen, nennt man Einschätzungsprärogative. Und das sage ich jetzt mal über alle Parteien hinweg. Ich behaupte nicht, jede Regelung ist böswillig. Man will dem Unternehmen das Leben schwer machen. Das ist alles ein bisschen sehr schlicht. Deshalb wäre es doch mal gut, wenn man aus der Praxis sagen würde: Freunde, wisst ihr überhaupt, was das für einen Aufwand verursacht? Dieses Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, das ist dafür ein Beispiel. Wenn Sie jetzt mal Politiker fragen zu verschiedenen Unternehmen, die betroffen sind, wissen Sie eigentlich, was das für einen betrieblichen Aufwand bedeutet? Wenn die immer sagen müssen, nein, die Absicht war gut, ja, aber was das konkret für die Betriebe bedeutet, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich glaube, die meisten fühlen sich machtlos. Machtlos dahingehend, dass man sagt, okay, egal was ich hier mache, egal was ich sage, was ich fordere, man wird eh nicht gehört oder es wird nicht ernst genommen oder wir können so nichts bewirken. Deswegen ist, glaube ich, auch der Grund, warum jetzt hier, man könnte es jetzt Bauernproteste nennen oder auch schon, es sind genügend Logistikunternehmen und andere mittelständische Unternehmen. Also ich kriege es bei uns ja im Mittelstand mit, bei Missio Mittelstand, wie viele da auch auf die Straße gegangen sind Anfang Januar. Also muss es so hoch eskalieren dann? Das ist ein gutes Beispiel für meine These, die Summe ist zu hoch. Da kam ja CO2-Bepreisung dazu, da kam die Maut dazu, dann kam auch noch die Wut der Landwirte dazu. Und deswegen hat es ja auch kombinierte Proteste gegeben. Auf der einen Seite die Landwirte, dann kamen noch die Spediteure oder Frachtführer dazu. Ich glaube, da war auch ein Stück Unmut über die jetzige Regierung und das brach sich dann Bahn. Wenn es nicht so ein generelles Misstrauen gäbe gegenüber der Politik der Ampel, wären die Proteste vielleicht nicht so hart gewesen. Aber jetzt kam die ganze Thematik auch noch dazu und das war der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Okay. Die drei größten Herausforderungen in Deutschland, welche sehen Sie da, die wir jetzt gerade haben? Also wenn wir jetzt komplett auf unsere Bundesrepublik schauen und Sie wären am Zug und sagen, diese drei Dinge, Sie dürften drei Dinge in Angriff nehmen. Welche wären das? Ja gut, also das, was uns die größten Sorgen bereitet und das, was man von hier aus in Angriff nehmen kann, sind zwei verschiedene Dinge. Keine Frage ist die größte Herausforderung im Moment der Frieden. Das gilt sowohl für den Nahen Osten. Da sind wir aber nur mittelbar betroffen. Ganz unmittelbar betroffen sind wir beim Krieg Russlands gegen die Ukraine. Da hängt ja unfassbar viel dran. Verteidigungspolitisch, ökonomisch, was die Energieversorgung angeht, was die Preisentwicklung angeht. Wir sind daran beteiligt, weil wir Zulieferer sind. Für die Ukraine? Oder? Nein, weil ja Boykott und Gegenboykott zu erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen geführt hat. Ja. Weil wir doch hinter den USA in besonderer Weise belastet sind finanziell und weil wir unsere eigenen Verteidigungsanstrengungen erhöhen müssen. Deswegen gibt es ja auch das sogenannte Sondervermögen Bundeswehr. Was würden Sie sagen? War es eine richtige Entscheidung, Panzer in die Ukraine zu schicken? Ja. Okay. Ja. Denn Putin darf den Krieg nicht gewinnen. Gewinnt er ihn, wird es nicht der letzte Krieg in Europa gewesen sein. Krieg darf sich nie mehr lohnen. Und es ist im Grunde schon, dass die Ukraine auch für uns kämpft. Aber, das war ein großer Fehler von Frau Baerbock, wir befinden uns nicht mit Russland im Krieg. Wir helfen der Ukraine bei der Selbstverteidigung. Das ist schon was anderes. Wir sollten auch gar nicht Kriegspartei werden. Richtig. So. Das
Überwölben wir jetzt mal mit dem Thema Energie, Energiesicherheit, Energiepreisentwicklung, weil das auch für den Standort Deutschland wichtig ist. Das Zweite wäre eine Steuerreform, die den Namen wirklich verdient. Ja. Ja, einfacher, transparenter, gerechter. Unser Steuerrecht ist hoch differenziert und entsprechend kompliziert. Und das Dritte wäre Beendigung der schleichenden Deindustrialisierung unserer Gesellschaft. Denn wenn wir glauben, bei nachlassender Wirtschaftskraft den Sozialstaat ausbauen zu können, das kann nicht funktionieren. Dann trittst du gegen die Mathematik an. Das klappt nie. Also das bedeutet, wir sollten hier eine Konjunkturpolitik auch machen. Ja, genau, gerade vor dem Hintergrund der Energiepreisentwicklung, aber auch vor dem Hintergrund der steuerlichen Belastung der Unternehmen, die im Vergleich zu vielen, nicht allen, aber zu vielen anderen Ländern in Deutschland doch relativ hoch ist. Die haben es ja jetzt auch zum Teil angepackt, bessere Abschreibungsbedingungen. Im Wohnungsbau ist so ein schönes Beispiel. Ja? Die Unternehmen werden gefördert, aber nicht der Privatmann, der sich gerne den Wunsch vom eigenen Haus erfüllen würde, trotz steigender Zinsen. Ja. Ja? Vielleicht ist das auch von der Ampel gar nicht gewollt, der Hauseigentümer. Da hilft man lieber den Unternehmer. Mhm. Wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Generation schauen, Gen Z, da wird die Vier-Tage-Woche gefordert. Work-Life-Balance, Homeoffice, Remote-Arbeiten und so weiter. Also wirtschaftshistorisch hat das ja noch nie Sinn gemacht, weniger Leistung zu geben und dabei auf einen größeren Output zu hoffen. Also wir brauchen ja gerade die Konjunktur. Und ich bin ein großer Verfechter. Ich sage, 5-Tage-Woche und lieber die Leute mobilisieren, motivieren, auch noch Samstag zu arbeiten. Was ist Ihre Meinung dazu? Das ist die Privatangelegenheit eines Einzelnen, ob er sich für Work-Life-Balance entscheidet oder ob er sagt, was heißt hier 40-Stunden-Woche, ich arbeite auch gerne mehr. Habe ich nicht zu kommentieren, habe ich nicht zu kritisieren. Aber eins steht fest, mit weniger Leistung wirst du nicht mehr Wohlstand erreichen können. Also wenn auch wir bei uns in der Kanzlei sich junge Anwältinnen und Anwälte bewerben und die werden dann mit der Arbeitsbelastung konfrontiert, aber dann kommt natürlich die Frage nach Homeoffice, ja, und Donnerstag ist sowieso ganz schwer. Und man muss auch jetzt nicht unbedingt jetzt 40 Stunden, wenn wir dann sagen, ja, aber viele Mandanten können nur Samstag, dann wird es auch schon schwierig. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Nur man muss wissen, das ist mit einer auch wirtschaftlich erfolgreichen, selbstständigen Tätigkeit in diesem Bereich nicht unbedingt kompatibel. Aber wenn einer sagt, ich möchte nicht den Druck, ich möchte nicht den Stress. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Aber es kommt mir so vor, als ob das irgendwo noch ein bisschen sogar gefördert wird. Ich rede davon, dass es irgendwo das Normale wird, der Standard wird, dass man sagt, Hängemattenphilosophie ist übertrieben. Aber dass schon so die Leistung, so, dass die nicht mehr so gefordert wird und sagen, wir brauchen doch gerade jetzt, wo es ein bisschen schwieriger wird, wo die Zeit ein bisschen tougher werden, ja, brauchen wir doch gerade mehr Leistungsträger. Wir machen es im Moment umgekehrt. Genau. Das sieht man ja beim Streik, 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Im Moment läuft es ja in die andere, ja, in die, aber brauchst immer zwei, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Sonst funktioniert einer allein, kann sich da nicht durchsetzen. Ja? Es ist so ein bisschen der Trend der Zeit. Aber ob es in diese Zeit passt, also dahinter würde ich auch ein Fragezeichen machen. Ja. Der Bumerang, der kommt ja wieder. Also wenn wir, ja, vor allen Dingen habe ich nicht das Gefühl, dass andere Länder das unbedingt zum Vorbild nehmen. Ich habe jetzt eine Studie von einer Studie gelesen in England, ich glaube Einführung der 4-Tage-Woche. Ja, ich weiß, was kommt. Wann geht es um die 3-Tage-Woche? Das ist so ähnlich wie bei der Ausweitung der Grenze bei der Neuverschuldung, also Änderung der Schuldenbremse. Unterstellt, wir machen es. Weiß ich doch, was in 5 Jahren kommt. Eigentlich müsste der Staat noch mehr Geld ausgeben, wollen wir nicht wieder die Schuldenbremse ändern. Dabei hat der Staat in den letzten 10 Jahren 50% mehr eingenommen als vor 10 Jahren. Der Staat hatte noch nie so viel Geld wie heute. Reicht alles nicht. Weil der Staat ein Problem hat, wie der Unternehmer auch. Er kann das Geld nur einmal ausnehmen. Das hat die Politik schon immer geärgert. Ich bin ja 2012 mit einem Garten-Landschaftsbau-Unternehmen gestartet. Also bin gelernter Gärtner und ich habe mit unfassbar vielen Handwerkern zu tun. Also auch sehr, sehr bodenständige Menschen. Und wenn Sie dann hören, wie Annalena Baerbock oder 50.000 Euro für einen Friseur im Jahr, ja, und Entscheidungen weit weg von der Realität.
lebt eine Politik in einer Blase, dass sie wirklich gar nicht mehr weiß, okay, mal das Ohr auf die Schiene legen, was kommt da, also dass sie gar nicht mehr weiß, was ist wirklich in der Gesellschaft los? Annalena Baerbock kann von mir aus 50.000, 60.000 ausgeben. Die soll es ja nur selbst bezahlen. Ja. Ja. Also Frisur, Make-up und was nicht alles können wir ja auch mal zur Privatsache deklarieren. Absolut. Ja, das gilt zum Beispiel für die berühmten Aufträge für Fotografen, obwohl das Auswärtige Amt 4 angestellte Fotografen hat. Aber die reichen offensichtlich nicht, um die Führung so ins Bild zu setzen. Nun bin ich nicht blöd. Ein bisschen Klimbim gehört mit zum Politikbetrieb, gehört mit zum Showbiz. Ja. Aber wenn man das Gefühl hat, das dominiert nachher mehr als die Inhalte, dass zu viel auf Präsentation, auf Bilder aufgebaut ist und zu wenig auf Substanz, dann geht es im Grunde noch nicht mal ob 50 oder 40.000, da geht es um das Prinzip. Wieso soll der Steuerzahler dafür überhaupt zur Kasse gebeten werden? Ich fand den Satz von Robert Habeck bezeichnet, habe ich wirklich schallend gelacht. Ja. EEG-Umlage wird jetzt nicht mehr vom Stromkunden bezahlt, sondern vom Staat. Ja, also wer bitteschön ist der Staat? Richtig hätte er sagen müssen, wird jetzt nicht mehr vom Stromkunde bezahlt, sondern von Ihnen als Steuerzahler. Aber das hätte natürlich keine Begeisterung ausgelöst. Das heißt, schon so zu tun, ja, der Staat ist etwas anderes als die Bürgerinnen und Bürger, das ist schon ganz schräg. Man hätte es keine Zauberkugel, niemand. Aber was kann man so bis September 2025, dann kommen neue Wahlen. Was kann man noch jetzt von der Ampel in den nächsten Monaten, Jahren erwarten? Nichts mehr. Gar nichts. Also absitzen? Nein, die werden eine Business as usual machen, versuchen Fehler zu vermeiden, nicht so viele Streitpunkte an die Öffentlichkeit treten zu lassen. Das ist ja der Unterschied zu anderen Koalitionen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen schwarz-grün, ich weiß doch, wo es hakt. Aber die tragen das nicht öffentlich aus. In Berlin, die Ampel zelebriert das geradezu genüsslich, damit man immer auf den anderen zeigen kann und sagen kann, ich habe Recht, der andere hat Unrecht. So, das werden die reduzieren und dann werden sie irgendwie hoffen, beten, was weiß ich, wie viele Kerzen die aufstellen, dass sich der Unmut der Bevölkerung bis September 2025 minimiert hat. Und dann, auch man wird es im Wahlkampf nicht um Sachfragen gehen, da kann die Ampel ja nicht gewinnen, sondern es wird um den Kampf gegen rechts gehen. Die Ampel wird sagen, wer nicht links ist, wer nicht der Ampel huldigt, ist rechts. Und wer rechts ist, ist AfD, ist rechtsradikal. Wenn du Pech hast, bist du auch noch Nazi. Das wird ein Kulturkampf. Ja. Aber das ist ja absolut falsch. Weil nur weil ich jetzt nicht links bin und für die Ampel, ist man ja nicht rechts. Ja, aber die politische Mitte kommt ja nicht mehr vor. Es wurde ja auch ganz differenziert argumentiert. Die einen haben jetzt in den letzten Wochen gegen rechts demonstriert, die anderen gegen die AfD, die einen gegen rechtsextrem. Dann liefen wieder Schilder mit, Merz ist auch gemeint, das ist ja ein berühmtes Schild. Also mit anderen Worten, jetzt wurde schon gegen die Führung der Union demonstriert. Und dabei wird natürlich die Mitte zerrieben. Soll sagen, wenn du dich nicht politisch links orientierst, pass auf, die schicken wir schon in die rechte Ecke. Auch wenn das der Lebenswirklichkeit gar nicht entspricht. Komplett daneben. Ja. Was kann man denn machen oder wie kann es sein, dass die AfD so viel Zuwachs bekommen hat, so viel Zuwanderung bekommen hat? Da sind wir ja nicht ganz schuldlos dran. Die AfD war ja wenige Monate vor der Grenzöffnung September 15 bei 3-4%. Vergessen wir ja heute immer wieder. Sie war bei der Bundestagswahl vor 2 Jahren an fünfter Stelle, an fünfter. Jetzt ist sie bei Umfragen die Nummer 2, deutlich vor der SPD. Das heißt, die Flüchtlingspolitik seit Herbst 2015 hat ganz wesentlich zum Erstarken der AfD geführt und dann noch die Performance der Ampelkoalition. Der Unmut ist dann eben nicht wie früher üblich zur Union gegangen, wenn sie in der Opposition war. Der Unmut hat uns gut getan, weil wir jetzt deutlich mehr notiert werden, besser notiert werden als bei der Bundestagswahl. Sagen wir so 32 statt 24. Aber noch mehr hat davon die AfD profitiert. Was kann die CDU denn dann heute besser machen, dass sie mehr Zuwachs bekommt? Also das Prinzip der Kommunizieren und Hören ist mal vorbei. Früher war es ja in der Regel über Jahrzehnte. Ließ die SPD nach, ging die CDU hoch und umgekehrt. Ja. Wir haben aber heute neue Angebote. Dazu gehört nicht nur die AfD, dazu gehört auch das Bündnis Sarah Wagenknecht. Ja.
Jetzt wird ja so getan, als wenn die geringe Abschmelzung bei der AfD aktuell eine Folge der Proteste war. Kann sein. Ich glaube, das ist eher eine Folge Gründung Bündnis Sahra Wagenknecht. Für die CDU kommt es entscheidend darauf an, nicht nur zur Politik der Ampel Nein zu sagen, sondern auch als bessere politische Alternative wahrgenommen zu werden. Das heißt, da muss noch viel Konkretisierung erfolgen, übrigens auch im Grundsatzprogramm, was wir ja in Kürze verabschieden, als auch im Hinblick auf ein Wahlprogramm Bundestagswahl. Also halt wirklich konkrete Beispiele nennen, konkreter werden. So nicht. Die einen würden sagen, so nicht. Die Union muss sagen, so nicht, aber. Ja, das ist der Unterschied. AfD macht doch keiner sein Kreuz, weil die glauben, die machen eine bessere Politik. Der Union würde es schaden, wenn wir nur Nein sagen würden, weil wir in der Opposition sind. Wie nah ist der Krieg aktuell? Also ich meine, es ist gerade ein kalter Krieg, Säbelrasseln, also irgendwo, es wird jetzt gerade eine riesen NATO-Übung gemacht. Wie nah ist der Krieg wirklich? Was ist Ihre Einschätzung? Also im Sinne von Flächenbrand, nein, da mache ich mir im Moment andere Sorgen. Putin hat ja jetzt vor wenigen Stunden gesagt, also ein NATO-Mitgliedstaat hätte eigentlich kein Interesse. Da würde ich mir ja nicht so viel drauf einbilden. Das hat er ein paar Tage vor dem Einmarsch in die Ukraine auch gesagt. Also das ist gar nichts wert. Aber wir sind in der NATO zusammengerückt. Wir haben mit Schweden und Finnland zwei neue, übrigens leistungsstarke NATO-Mitgliedsländer. Herzlichen Glückwunsch, Herr Putin. Das haben Sie erreicht, dass zwei neutrale Staaten jetzt plötzlich Mitglied der NATO werden. Ich vermute noch einen Restverstand bei ihm, also dass er jetzt aktuell ernsthaft daran denkt, aktuell ein NATO-Mitgliedsland anzugreifen. Da weiß er, dass er es mit der ganzen Militärmacht der NATO zu tun bekommt. Das glaube ich nicht. Aber wir haben noch andere Konfliktherde, wie zum Beispiel China und Taiwan. Und der wissen, starke Verbündete. Wir wissen nicht, wer Präsident in Amerika wird. Richtig. Und dann sieht die Welt anders aus. Dann, wenn es wieder Donald Trump werden sollte, sieht die Welt anders aus. Das stimmt. Und es wäre ja seine letzte Wahlperiode. Da müsste er noch nicht mal spekulieren, gute Politik zu machen mit dem Ziel, wiedergewählt zu werden. Der könnte ja denken, ja, das traue ich ihm auch zu, nach mir die Sündflut, verbrannte Erde. Ich kann ja sowieso nicht mehr antreten. Herr Bosbach, vielen lieben Dank für dieses wahnsinnige Interview. Danke Ihnen. Ich glaube, es war wahnsinnig viel dabei. Ihr dürft es gerne mal hier in den Kommentaren schreiben, welche Fragen noch beim nächsten Mal kommen soll. Vielleicht gibt es noch mal ein Wiedertreffen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bedanke mich für das Wertvollste, was man einem Menschen geben kann. Das war Ihre Zeit. Herr Bosbach, vielen lieben Dank. Ich habe zu danken und alles Gute für Sie und für die Sie arbeiten. Vielen Dank.